Hallöchen, liebe Freunde. Liebe Freunde, was geht? Hier ist wieder Khalid. Und ich befinde mich gerade auf dem Weg zur Hinrichtung. Wie ihr mitbekommen habt, wird der König ja jetzt hingerichtet. Und ja, ich bin gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Ich habe es wirklich noch nicht gesehen. Und ja, finden sich noch immer noch viele, viele Templer, also Söldner. Und ja, man kann eigentlich gar nicht mehr so richtig hier normal gehen, weil es wimmelt ja von denen hier überall. Aber nichtsdestotrotz, ich kämpfe weiter. Und übrigens wollte ich noch mal kurz in den Shop rein, also zum Waffenladen oder wie das auch heißt. Den Händler oder so. Da haben wir auch schon eins. Ich gehe mal kurz dahin, weil ich glaube ich ein paar Updates wieder habe. Und ja, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen, weil gewisse Söldner von denen viel, viel stärker geworden sind. Und ich mit der Machete noch ein kurz kleines bisschen stärker sein könnte. Aber wie auch immer, mal schauen, was es jetzt so gibt. Ja. Die Klingen können aufgefüllt werden. Munition sowieso. Die Waffe kann ich auch mal neu kaufen. Phantomklinge. Bestimmt alle beide jeweils ein 1000er. Sowohl Phantomklinge als auch Berserklinge. Nein, Fleischte. Konnte ich da mehr kaufen? Wusste ich ja jetzt gar nicht. Fähigkeiten, was habe ich für Fähigkeiten? Oh, Gesundheit hat sich was erneuert. 9 Stück, jawohl, jetzt kann ich endlich mein Gesundheit-Dingen wieder auffüllen. Aber leider habe ich wieder nur noch ein Assassin-Zeichen. Eisenfell, okay. Also brauche ich 12 Stück davon. Ja, das brauche ich eigentlich gar nicht. Schleichen, was haben wir da? Eigentlich könnte ich mir nur das hier holen, aber... Was ist das hier? Okay. Ja, eigentlich könnte ich noch das dritte vom Schlosserlehrling da holen. Was ist das? Achso, zweimal auf einmal, ne? Waffen. Was gibt es denn hier für Waffen? Einhändig. Ne, Pistole wollte ich. Die haben wir ja gerade, glaube ich. Kostet 5000, okay. Die macht ein bisschen mehr Schaden als die andere. Ja, was willst du mit der Waffe parieren, ey? Wie willst du dich damit schützen? Oh, die ist wesentlich teurer. Eigentlich könnte ich die holen, aber da habe ich wieder nur 13.000. Man muss ja auch wirtschaftlich denken können, ne? Aber... Ah, ich guck mal. Warte erstmal. Gewehre wäre interessant, aber... Dann könnte ich kein Schwert mehr haben. Also meine Machete müsste ich dann ablegen. Wie lang? Was sind Speere hier? Ja, die sind aber auch teuer, oder? Nee, Speere könnte ich nicht so gut gebrauchen. Also die Axt haben wir ja, die macht aber nicht so großen Schaden. Und momentan... Okay, die ist freigeschaltet. Wo ist die aktuelle, die wir haben? Die müsste bei einhändig sein, da ist die. 5000 Frau auch, okay. Ja, auch 5000. Ha, ich behalte die erstmal, ist ein bisschen teuer. Wobei ich eigentlich die holen könnte. Ne, die ist genau dieselbe wie die Machete. Also gebogener Fallschirm. Die auch. Ne, da muss ich nicht, da sehe ich keinen Unterschied. Gewehre, ne, brauche ich gar nicht.
So, alles aufgefüllt, ne? Gut. Auf dem Weg jetzt zur Hinrichtung. War noch eine Truhe. Nee. Aber uns auf dem Weg zur Hinrichtung. Müssen gleich da sein. Bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht. Ich hab dich schon erwartet. Und ich bin nicht allein. Das ist meine Patriotische. Elf kleine Balkchen habe ich jetzt. Okay. Vorhin waren es ja nur 9 oder 9,5. Ja. Gibt es hier einen Eingang? Da komme ich dann hier in den Aufzug. Hin zu der Elise. Ah ja, wir gehen jetzt zusammen. Mit der Elise. Sie bringen den König hoch. Bist du sicher, dass Gemma kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns. Dann sind wir auch schneller. Bringt den Verurteilten vor! Oh, wir müssen Germain eliminieren. Den Silberschmied. Okay. Jetzt wimmelt. Freunde, ich habe echt keinen Plan, wie wir hier weitermachen sollen. Aber nichtsdestotrotz, ich mache weiter. Irgendwie muss ich da hinkommen, aber ich finde den gar nicht. Jetzt wird er für die Schulden seiner leichtfertigen Amtszeit zahlen. Werde Zeug. Diese Strafe erwartet jeden Bürger, der die Prinzipien unserer jungen Nation in Wort oder Tat verletzt. Ob Mann oder Frau, adelig oder nicht, jeden Bürger, der sich durch unbedachte Äußerungen gegen unsere Freude von der Freiheit einbringt. Jeden Bürger, der den Glanz unserer Revolution ereile dasselbe Schicksal. Was wir heute hier vollziehen, wird auf ewig in die Geschichtsbücher eingehen. Unsere Kinder und Kindeskinder werden diesen Tag als Geburtsstunde der Freiheit
Da ist er schon mal nicht. Ah, da ist er. Okay. Alles klar. Okay, was ist der nächste dafür? Boah, Alter, wisst ihr, wie lange ich dafür gebraucht habe? Hallo, Arno. Monsieur Germain. Wie passend, euch bei der Wiedergeburt des Templerordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch beim ersten Schritt dabei. Monsieur de la Serre. Ja, ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden, klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Oh yeah. Okay. Bürger, ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, wessen man nicht beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren würde. König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schüren. Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen, die er sieht. Für diese Wahrheit ist der Mollet gestorben. Der göttliche Anspruch von Königin ist nicht mehr als der Glanz von Gold in der Sonne. Die Krone und die Kirche im Staube liegen. Ich kann da nicht hinsehen. Der Krone, die das Gold haben, die Zukunft formen. Nun entschuldige ich mich. Einen schönen Tag noch. Bitte gut. Ein guter Auftritt. Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben. Oh, lass ihn nicht da! Schütz den Großmeister! Oh. Elise, wir müssen los. Hol dir Germain! Schreib nicht auf mich! Achtet auf ihn! Oh. Ah. 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 Elise! Nein, verdammt! Nicht okay. Ohne dich. Jetzt haben wir das erledigt. Jetzt müssen wir Germain. Oh, sorry. Achso. Lauf doch. Faut l'envoyer à Bicêtre. Ich muss dich sprechen. Komm mal her. Ich schaffe das. Oh. Hol dir Germain. Was ist das so? Gegen so viele kannst du nicht kämpfen. Geh, ich verschaff dir Zeit. Ich bin kein Verbrecher, Sergeant. Oh, voll die Packfehler. Ich werde ihn nicht entkommen lassen. Elise, warte! Es bleibt keine Zeit für dich! Ich würde dich gern noch plündern, aber dabei kann es gehen. Oh nein! Warte, ich rette dich! Nach dem Wasser! Deine Flanke! Die darf noch mehr nicht erreichen! Warum holt er sein Schwert nicht raus? Ich werde ihn nicht entkommen lassen! Verdammt, ich denke, er entkommt uns!
Zeit. Was ist los? Leer. Er muss zu Fuß unterwegs sein. Ich fürchte, wir haben im Moment ein ganz anderes Problem. Elise! Er ist weg. Verdammt! Unsere einzige Chance! Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden, und du hast sie nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht Manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise. Oh je, da kommt wohl wieder Streit auf. Okay, Freunde. Das war's mal wieder von mir. Ich habe wirklich lange dafür gebraucht, aber endlich bin ich jetzt fertig geworden. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben für diese Folge, bitte. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Khalid. Und ciao. Throw some money in the air. Throw some money in the air. Trigger. Let's go.